Im Allwetterzoo Münster hat Tigermännchen Rasputin am Donnerstagnachmittag einen Tierpfleger getötet. Der sibirische Tiger, hier Aufnahmen von Anfang September, biss dem 56-jährigen Pfleger in den Nacken. Zu dem tragischen Vorfall kam es, nachdem der Tierpfleger das Tigermännchen und seine Partnerin zur Fütterung ins Innengehege geleitet hatte. Dabei vergaß er, den Sicherheitsschieber zwischen Innen- und Außengehege zu schließen. Um sauber zu machen, ging der Pfleger danach ins Außengehege. Als das Tigermännchen den Mann dort erblickte, griff er sofort an. Zoobesucher alarmierten die Rettungskräfte. Doch für den Tierpfleger kam jede Hilfe zu spät. Als die Rettungskräfte im Zoo ankamen, war er bereits tot. Es ist dieser Fall von menschlichem Versagen, dem Sie kaum etwas Technisches entgegenstellen können. Sie können viele, viele technische Vorrichtungen treffen, Sie können Automaten einbauen, Sie können Alarmierungen, Alarmsysteme einbauen. Am Ende steht der Mensch, am Ende steht der Mitarbeiter, die Mitarbeiterin und entscheidet letzten Endes, ob alles auch funktioniert oder nicht. Trotzdem beschäftigt mich das natürlich jetzt, was hätte ich anders tun können? Was hätte ich anders machen sollen? Was war dieser Betrieb auch entsprechend aufgestellt? Ich sage ja.